Moin Leute, wie versprochen kommt jetzt vom Miststreuer das Video. Ich will euch bloß mal kurz erst mal zeigen, jetzt bevor ich hier anfange zu reparieren. Hier, das sind eben die Löcher. Das sind solche Pressspanplatten, die defekt sind. Die Stelle habe ich jetzt schon mal ausgewechselt gehabt, letztes Jahr. Aber und hier hinten auch das Stück. Das hier, ich hoffe, das sieht man ein bisschen, ist ziemlich dunkel hier. Ich habe das Licht an, aber ne. Und das wird jetzt eine Kette, habe ich jetzt schon aufgemacht. Ist hier, habe ich schon die Schlosser rausgemacht jetzt. Jetzt klappe ich die Kette auf, dann kloppen wir den alten Boden raus. Und dann habe ich ja, wie gesagt, habe ich mir ein paar Bretter jetzt organisiert in der Stärke. Und die kommen die Bretter jetzt rein. Das ist so jetzt so, dass jetzt der nächste Plan für mich steuert. So, jetzt ist da. Erster Teil vom Fußboden raus. Ne? Vorne liegt die Kette noch. Hier sieht das jetzt aus. Wir haben jetzt hier stellenweise noch ein paar Schrauben sitzen. Das sind auch selbstschneidende Sachen, die sind in das Profil reingeschraubt. Und die werden dann noch weggeflext und dann werden die ersetzt durch neue. Kette habe ich hier hinten hingehangen jetzt auf dem Miststreuer. Erstmal hoch. So, jetzt müssen wir noch die andere Seite rausreißen. Und das ein bisschen sauber machen und dann kommen die neuen Bretter schon rein. Aus. Ja, jetzt sieht man das hier schön. Hier kommt das dann drunter geschoben oder die Kante. So. Ja, mal alles jetzt raus. Eben. Und jetzt kommen die Bretter rein. Sauber gemacht ist alles. So, das sind jetzt mal die alten Platten, ne, zum zeigen, die jetzt drin waren hier. Ja, das, die sind hier, da hat sich eine Seite das Wasser reingezogen und das ist nur alles aufgequollen und Pfefferkuchen und naja, der Boden ist jetzt 10 Jahre alt, reichlich 10 Jahre. Im Sommer 2007 haben wir den Mistschrauber damals gekauft gehabt und ich habe jetzt vor 3 Jahren hatte ich schon mal was erneuert und jetzt seht ihr, ja, ja, das ist ja so von den Mittelstücken das. Das ist alles aufgequollen, von der Seite wie solcher Schaum dran gemacht, dass das ein bisschen arretiert ist und dass das Wasser nicht hineinzieht. Mir das hat eine Weile geholfen, aber letztendlich ist das nur über den Berg das Zeug und deswegen mache ich keine Platten mehr rein, weil ich das wieder voll sauge. Dann habe ich jetzt ein paar normale Bretter mir organisiert. Die werden gestrichen und dann kommen die dort rein. So ist jetzt der Plan. So, jetzt ist der neue Boden schon hier drinne. Die stecken hier unter der Kante und hier oben. Da haben wir erst das große Brett genommen, reingeschlagen. Und dann das andere Brett sozusagen so schräg aufgelegt und reingeklappt und dann fällt das runter. Das war gar nicht das große Problem jetzt zu machen. Es ging ratze fatze. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie man das hier, weil das ja eigentlich ursprünglich waren die Platten so gerechnet, dass du die unter einer Seite drunter schiebst, dann kriegst du sie rein und dann kannst du ein Stück zurück machen. Aber das geht nicht. Also das geht, da müsst ihr was brechen, weil das Brett aber gerne über die komplette Breite bis drunter. Ja. So drunter machen. Mal gucken. So, das Mittelding habe ich jetzt umgelöst. Wir haben das jetzt das Brett durchgeschnitten in zwei Hälften und erst eine Hälfte wieder rein und dann die andere schräg reingekloppt. Ist nicht die ideale Lösung, aber geht. Und dann mache ich hier noch irgendwelche Kette rein in den Schlitz, dass hier kein Wasser reinzieht und dann geht das um. Hier ist das ja relativ gut geschlossen, der Schlitz auf der Seite. Na, und da haben wir hier Vorgebohrt, 4er Bohrer und dann haben wir hier Senkkopfschrauben selbstschneiden, das sind 6,3 x 70 glaube ich. Und das, warte, ich guck mal. Ja, 6,3 x 70, 3 Schotorx. So ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt wird das nochmal fertig geschraubt eben. An ein paar Stellen und abkehren, streichen. Kette zusammen machen und dann geht das und dann ist das nächste noch. Habe ich schon angefragt hier
Zähne runter an die untersten paar. Hier sind sie nicht ganz so schlimm. Und mal gucken, wartet mal, so sollten sie eigentlich sein, die Zähne. So, das muss dann auch noch mitgemacht werden. Das ist jetzt so Stand der Dinge, also so gut wie fertig, und dann zeige ich euch ein Miststreuer, und wenn er fertig ist, blende ich danach gleich nochmal ein. So, der Boden ist jetzt fertig, ne? Zu sehen. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe jetzt so, hier an die Fugen habe ich noch Silikon reingemacht, dass das ein bisschen dicht ist. So, jetzt habe ich auch von die Streublätter geredet. Jetzt habe ich mal eins hier im Modell, was ganz runter war. So sah das aus. Wir gehen jetzt mal hinter. Die untersten drei habe ich neu gemacht, komplett. Ich zeige euch mal eins drauf hier. Ungefähr so. So ist es ungefähr gewesen. Und ein paar, die nicht ganz so runter waren, die haben wir so nachgeschnitten. Haben wir nachgearbeitet. Und die oberen, die sind ja noch gut. Die Zinken. Genau, und dass das wieder in Ordnung, Kette geht. Probelauf habe ich gemacht, funktioniert alles wunderbar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen dazu zum Miststreuer. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da und schreibt sogar in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dass ich eben zukünftig, wenn ich mal was wieder reparieren tue oder so, für euch Videos mache dazu. Das war jetzt so der erste Versuch dazu mal, weil ich das ja gewünscht wurde, dass ich das auch mache. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen und sehen wir beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.